Jetzt waren ja auch übrigens wieder die Wahlen, beziehungsweise jetzt sind ja die Wahlen. Mein Wahlzettel habe ich zum Beispiel auch schon fertig gemacht und abgegeben. Weil ich das jedes Jahr mache. Ich habe das anfangs auch nicht gemacht, weil ich mir dachte, ob meine eine Stimme irgendwas ausrichtet. Ja, natürlich. Das habe ich anfangs auch nicht geglaubt. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass eine einzelne Stimme viel ausrichten kann. Aber stellt euch mal vor, jeder denkt so, ach, ich brauche nicht wählen gehen. Was kommt denn dabei raus? Ja, dann werden diese Stimmen, die dann fehlen, einfach zu der großen Masse hinzugefügt. Was auch Schwachsinn ist. Und dann verändert sich einfach nichts. Man muss Veränderung bringen. Guckt mal. Wenn es keine Veränderung gäbe, wovor die meisten ja leider Angst haben, dann würden wir immer noch vorm Lagerfeuer sitzen und würden immer noch in Höhlen wohnen und Dinos jagen. Na ja, gut, Dinos auch nicht mehr. Die haben. Nee, halt, geht ja nicht. Die Dinos würden ja leben, weil es kann sich ja nichts verändern. Und Generalleutnant haben wir jetzt. Und Igor hat schon zwei Striche. Was ist denn hier los? Ich frage mich, wie weit mein Abzeichen da noch gehen wird. Hallo! Boah, ich krieg das Ding nicht drin. Moment. Scheiß Erde, die hier überall rumliegt. So. So, Bundo, Spadel. Oh, jetzt hat er das Blindenabzeichen. So, jetzt nehmen wir nochmal hier. Bisschen Sprengstoff. So schnell wir schaffen. Dann gehen wir nochmal schnell runter. Sag mal, wenn wir das hier unten alles fertig haben, dann können wir uns ganz behutsam rechts vorarbeiten. Da haben wir die Mission auch schon fast durch. Eigentlich krass, würde ich sagen. Oh, haben wir echt schon alles abgebaut. Schön. So, dann gucken wir mal mit unserem Flint, unserem T-Flint, was wir da noch wegsprengen können, wenn der nächste Steinschlag kommt. Moment, ich guck mal kurz. Ja, unsere Wand, unsere Decke hat schon einige Kratzer. Wir könnten sie ja versuchen zu erneuern. Aber bis jetzt geht's ja noch. So, jetzt erstmal das Erdchen weg. Zack! Wo? Ein Glück, dass der gleich rausgeflogen ist. Ich bin gespannt, ob wir da auch wieder rauskommen, wenn ich da noch ein größeres Loch reingebohrt habe. So, nehmen wir mal unseren Terraflint. Unsere größere Wumme. Aber wenn ich daran denke, größere Wumme. Ich hatte ja damals zum Fasching oder so auch immer Pistolen geliebt. Also so mit Waffen rumballern. Zum Beispiel zu Silvester hatte ich mal so eine Pistole gehabt. Ich weiß nicht, das kennen vielleicht die heutige Generation gar nicht mehr. Wow! Es gab damals Pistolen, da hast du solche Bändchen durchgezogen. Und immer wenn, also da musst ihr euch vorstellen, diese Band hatte mehrere Kapseln. Es war so ein flaches Band, so ein ganz dünnes. Hatte so einzelne Kapseln und wenn diese eine Kapsel an der Pistole langgezogen ist, hat es halt so ein Peng gemacht. So. Und das hat dann natürlich, nach Schießpulver irgendwie. Aber das war lustig, da hast du halt rumgeballert. Das mochte ich damals als Kind. Und jetzt hat sich ein bisschen meine Meinung so sehr geändert, wo wir wieder auf das Thema Veränderung kommen. Ich hasse Waffen. Ich mag zwar Schwerter und alle anderen möglichen Mittelalterwaffen, aber so Pistolen und Knarren hasse ich. Und das aus einem einfachen Grund. Weil Menschen, also nicht die Waffen ja die Menschen umbringen, sondern die Menschen umbringen, aber das durch diese Waffen. Dass davon immer noch millionenfach was hergestellt wird, das ist einfach nur ein Ekel. Da kriegst du Plack. Scheiß Waffenindustrien. Ihr werdet das Video leider nie sehen, aber hier ein Zeichen an euch, ich hasse euch. Verfickte Waffenindustrie. Scheffelt nur Millionen an Geld und das durch Leid anderer Menschen.
Tja, das habe ich aber auch, glaube ich, auch schon erwähnt. Wir leben ja eigentlich immer noch im Mittelalter. Zwar sterben Millionen nicht mehr durch so einen Nonsens, sondern durch einen anderen Nonsens. Religionen werden immer noch, sind immer noch sehr weit oben und führen zu Kriegen. Und ja, die Menschen schlachten sich immer noch gegenseitig ab, weil sie gierig sind. Es hat sich also nichts, da hat sich nichts verändert in diese Richtung. Unser Fortschritt wird immer besser, unsere Bildung wird immer besser angeblich. Aber letztendlich bleiben wir dumm. Bleiben dumm und lassen es sogar zu. Und das ist das Traurigste dabei. Mann, die Zeit vergeht, muss ich sagen. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, wegen der Aufnahme. Ah ja, die Zeit, die geht so schnell rum, das ist krass. Wie gesagt, das Jahr hat erst angefangen und guck mal, welchen Monat wir schon haben. Oh, jetzt habe ich den einfach dahingelegt. Cool. Mal was so erfreulich hier drin. Meine, beziehungsweise die Tochter von meinem besten Kumpel, die brabbelt ja jetzt auch schon ziemlich viel herum. Die wächst auch so schnell. Das ist krass. Ich habe ja auch eine Nichte, aber die habe ich leider noch nie gesehen. Ah, was heißt Nichte? Glaube ich, einen Neffen habe ich. Einen Neffen habe ich, ja. Ich bin ja Onkel. Ah, den habe ich leider noch nie gesehen. Es ist aus Familiengründen ist das nicht möglich. Finde ich ja sehr schade. Ich mag ja eigentlich nicht so kleine Kinder, aber wenn es halt so eigene sind, was so ein bisschen mit zu tun hat, also mit der Familie, will man sich eigentlich schon ein bisschen dafür interessieren. Naja, dafür verhätschle ich dann eher die Tochter von meinem Besten. Muss man ja wieder aufpassen, weil Mädchen sind ja ein bisschen schwieriger zu handeln. Also ich sag mal, Jungs bauen viel Scheiße. Aber das war's auch schon. Und Mädchen hingegen, die haben halt an einem bestimmten Alter, hassen sie alles und jeden. Und dann später kommen sie in ein Alter, wo du aufpassen musst, mit was sie sich abgeben. Und kann mir jemand verraten, warum zum Teufel nochmal Frauen immer zuerst bei den Idioten landen? Was zum Teufel findet ihr daran attraktiv? Klar, man sagt sich jetzt, ja, wenn man es nicht erreichen kann, wenn das schwierig ist, dann ist das was Herausforderndes, aber steht nicht der Glück immer an erster Stelle? Es ist schon wirklich langsam ein Klischee, dass Frauen wirklich immer erst auf die, ja, Penner steht. Auf die kleinen Wurzelzwerge. Also jetzt nicht von der Körpergröße, sondern vom Verstand her. Weil ich kenne wirklich viele, die stehen auf irgendwelche Deppen, die einfach mit dem Verstand gar nicht so weit sind. Ich bin zwar auch nicht der Beste, sag ich mal. Ich habe ja auch öfter schon Fehler gemacht. Aber man muss halt gut sein. Also man sollte auf jeden Fall immer gut zu seiner Freundin sein. Auch für sie da sein. Aber sie auch ab und zu mal schubsen. Wisst ihr, was ich meine? Ab und zu brauchst du mal so einen kleinen Tritt. So hart, wie das klingt. Aber es ist wichtig, weil wenn aber alles gut ist, ist auch Quatsch. Weil eine Frau braucht keinen, der die ganze Zeit nur Ja sagt. Sie braucht auch mal wirkliche Meinungen. Gott, ist das viel, ey. Aber wir haben, glaube ich, fast das ganze Erz da drüben weg. Die Kohle brauchen wir dann nicht unbedingt. Hier drüben mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, ob das nicht irgendwann alles einbricht. Aua! Ah, das kriegen wir natürlich so nicht weg. Moment. So. Ah, so geht's. Bräuchten eigentlich irgendwie so einen Lastaufzug, der einfach mal das gesamte, die Erze und so hier alles hochzieht.
unsere kleine Höhlentour. So. Den Kristall noch. Und den Kristall noch. Das erinnert mich auch an eine Zeit, wo wir wirklich noch viele Spielsachen hatten. Und mein Bruder hatte damals... Ich weiß nicht, ob sich das Kristallset nannte. Es war auf jeden Fall so ein kleines Chemielabor, wo du angeblich Edelsteine herstellen konntest. Da war auch immer so ein Heft dazu, wo man alle einzelnen Edelsteine aufgelistet hat. Da konntest du irgendwie so Kristalle oder sowas herstellen, aber war natürlich bestimmt nicht echt, weil wäre ja ein bisschen Quatsch. Ah, da war auch ein cooler Edelstein dabei und es sah aus wie so ein Kristall. Wie so eine Art Diamant. Ich frage mich, ob es sowas heute noch gibt. Ich glaube, heutzutage gibt es nicht mehr die kleinen Chemielabore, sondern unser kleines Dub-Labor. Oder nein. Quatsch. Heutzutage wollen ja alle Let's Player werden, also unser kleines Let's Play Kanal. Müsst ihr euch so vorstellen, da habt ihr so euren Baukasten. Es ist alles, es ist ja nicht digital, es ist alles ein Karton, weil man muss es ja kindgerecht machen. Und das ist schon ab 3 Jahre. Also dass du ab 3 Jahre schon Let's Player werden kannst. Und da hast du halt den Kanal als großen Baukasten. Und dazu hast du dann, kannst du dann so Kommentare reinstecken. Dann kannst du auch überlegen, ob du einen Hater mit reinsetzen möchtest oder nicht. Natürlich deine Videos, die du dann gestaltest. Was laber ich da eigentlich für eine Scheiße? Hör doch mal auf. Oh, ich glaube nach der Fuge ist, glaube ich, erstmal Schluss. Ich nehme mich schon wieder über eine Stunde auf. Mein Turm ist komplett in Erde eingebohrt. Ich glaube, ich werde das Dach nochmal reparieren. Weil wenn das Ding kaputt geht und die Steine durchkommen, dann dauert es nicht lange und dann ist unsere Hauptbasis schnell kaputt. Glaub mir. Die Steine reichen locker aus, um alles zu zerstören. Und selbst der Wachturm hält nicht alles aus. Der wird auch irgendwann kaputt gehen. Davor habe ich am meisten Angst. Wenn das nämlich passiert, wenn der Wachturm weg ist, dann kommen nämlich die Steine hier auch rein. Dabei sind wir schon so weit. Wir haben es eigentlich schon fast geschafft. Wir brauchen jetzt nur noch das Stück hier an Erz. Und dann das ganz rechte. Und dann haben wir eigentlich schon das komplette Erz abgebaut. So, Moment. Ich hole mir jetzt noch das Erz ganz hinten. Dass wir das auch schon weg haben. Weil in der nächsten Aufnahme weiß ich dann wahrscheinlich wieder nicht, was passiert ist, wo es lang geht und so weiter. So, mal gucken, ob das richtig berechnet ist. Na, hängt immer noch ein Stück Erz. Naja, ob wir da wirklich noch ein Erzstück rauskriegen, ist eine andere Frage. Und da höre ich wieder einen Stein. Einen Einstein. Oh, und das Dino-Ei, da müssen wir auch aufpassen. Es kann ja sein, dass durch ein Erdbeben mal das Dino-Ei wegfliegt. Ach, ich mache jetzt noch eine Sprengung. Einen haben wir noch. Einen hammeln wir noch. Da sehen wir es ja, ob da noch ein Erz drin war oder nicht. Und dann gucke ich mir mal die Ziele an, wie viele noch etwa übrig ist. Dann können wir besser einschätzen. So. Hopp. Nein, da war nichts mehr. So, dann gucken wir mal. Ziele. 179 Einheiten festes Erz noch. 90 Erzklumpen sind abzubauen. Und 51 Erzklumpen verkauft. Insgesamt. Jetzt verstehe ich nicht, dass wir mit verkauft. Ob wir die verkauften Sachen doch verarbeiten müssen. Moment, Ziele. Erzabbau. Das heißt nur Erzabbau. Das heißt nicht, dass wir die in Eisen umwandeln müssen.
Also sehen wir ja dann am Ende. Also ich werde jetzt erstmal alles verkaufen. Und wenn das Missionsziel noch nicht erreicht ist, dann denke ich mal, müssen wir es verarbeiten. Das wird nicht einfach, weil wir brauchen ja jedes Mal Kohle dafür. Das gesamte Erz zu verarbeiten. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich genug dafür haben. Das wird nicht einfach. Aber 90 Stück? Wo sollen denn bitte 90 Erze noch rumhängen? Also 179 sind noch fest. Das sind hier diese Stücke und da hinten noch das. Was eigentlich nicht viel ist, weil 179 ist eigentlich gar nicht. Also wenn wir überlegen, wir hauen hier jedes Mal 50 Erze weg. Auch Gold und so. Wir haben, glaube ich, die Lore jetzt schon 4-5 Mal hier runter, hoch und runter gebracht. Da kriegst du locker schnell mal 200 zusammen. Also lange kann das nicht dauern. Was ich auch noch nicht gesehen habe, dass ich hier überhaupt mal ein paar Klonkies oder Mitklonker treffe. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt ja eine große Community von Klonk, aber ich habe noch leider noch keine so getroffen, die mal hier das kommentiert haben. Das, obwohl ich eigentlich noch nicht mal so unbekannt in der Liste bin. Also wenn man mal Klonk eingibt, Klonk Endeavor, bin ich ja mit in der Liste mit drinne. Und das scheinen auch wirklich einige zu gucken. Aber anscheinend nicht welche von der Community, weil ich glaube, ich zu schlecht bin. Das kann vielleicht sein. Oh, voll ist es. Und ich brauche wieder Hilfe. So, und dann holen wir nochmal ein Kohlestück. Haben wir uns die Lore. Hopp. So, Fahrstuhl. Oh je, diese Decke, ey. Da kommt immer der Dreck her, das kann ja nicht wahr sein. So. Oh, das ist echt viel. Guckt euch mal an, wie viel Geld wir haben. Das ist ja unglaublich. So. Wir haben 103, haben wir schon verkauft. So, Spaddel. Du reparierst jetzt erstmal da oben mal das Dach. Soweit es in deine Möglichkeit liegt. Oh Gott. Mal wieder alles freigraben. Also hier bleibt echt nicht mehr viel übrig. So, Spuddle, du gehst hoch. Oh oh. Oh oh. Da kommt Granit schon in meine hoch. Da müssen wir aufpassen, weil das kann auch dafür sorgen, dass unsere Burg hier irgendwann, dass der nächste Klonk hier oben stecken bleibt. Ich glaube, wir machen noch eine Schicht, oder? Ich glaube, wir machen noch eine Schicht, das ist besser. So. Hier ist echt nicht mehr viel übrig. Oh Gott, ich habe Angst. Also hier ganz oben war ja, glaube ich, kein Eisen, oder? Ne, hier ist nur Säure. Es ist wirklich nur noch da rechts. Ich hoffe es wirklich, dass da der Berg ganz oben nichts ist, weil dann müsste ich mich ja wirklich so weit hocharbeiten. Das ist. Das wird schwer. Zeppelin kannst du hier vergessen, weil der wird ja vom Stein erwischt. Und das war's. So, wir brauchen Granit und Beton. So. Dann haben wir bald den nächsten Feldmarschall. Beziehungsweise als nächstes kommt ja General. Oh nein! Ach man, wir müssen das zumachen. Das läuft nämlich gerade irgendwie immer wieder runter. So. So. Jetzt dürfte nichts mehr abfließen.
Wir machen die Wand noch, also die Decke noch ein bisschen dicker. Immer diese Dreck her. Ich habe doch gerade alles weggeschaufelt. Ah, ihr seht schon, wir sind schon leicht erhöht, weil jetzt Beton im Turm hängt. Oh. Hallo? Kommst du jetzt mal da hoch? Kommt nicht mehr da hoch? So, jetzt. Okay, jetzt steht's wieder. Schließt nichts ab. Ich gehe ab. Ich gehe ab. Ab, 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 ab. Ah! Warte, nein! Er wollte nur was Gutes tun und dafür musste er büßen. Rest in peace, Baden. Nun ins neue Klonk. Wen haben wir jetzt? Zwirbel! Zwirbel, kannst du schon klettern? Ich glaube nicht, oder? Nee, Zwirbel kann gar nicht klettern. Das heißt... Rundo, du musst weitermachen. Wenn du da hochkommst, so. Ah, da hat es uns ersten Klonk erwischt. Es geht schnell. Ihr seht, wie stark diese Steine sind. Also könnt ihr euch vorstellen, warum ich so viel Ehrfurcht vor den Dingern habe. Da ist eine Sprengung nichts dagegen. Und das ist noch harmlos. Es gibt ja noch Schlimmeres als Steine. Wir haben ja noch in keiner Vulkanwelt gespielt. Gibt es nämlich auch noch. Oh. Springt da einfach mal raus. Oh. Los weg. Alter, das war jetzt richtig ätzend. Ich dachte, das war's jetzt für meinen Turm. Aber hier so langsam entsteht hier eine richtig dicke Schicht. Da kann erstmal nichts mehr durch. Ah, ich... Am liebsten würde ich das mit einer Lore machen, aber ich weiß nicht, ob ich die Lore dann wieder runterfliege. Obwohl, wir haben doch eigentlich... Wir haben es doch, Leute. Mensch. So, hier ist wieder so eine kleine Kurve. Es ist nicht leicht, einen Menschen zu verlieren. einen Klonk meine ich. Ah, jetzt ist es da oben. Bleib da. So. Hopp. Ja, so geht's schneller. Hätte ich auch eher machen können. Frag mich, was passiert, wenn eine Lore dazwischen steht, zwischen den Steinen. Werden die dann aufgesammelt? Kann ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen. Ah, so. Ah, komm. Greif doch mal zu. So. Also ich muss sagen, unser Dach ist super. Also da kann erstmal... Mensch, Rundo, was ist mit dir los? Hast du spastische Zuckungen oder was? Mach dich nicht über Spaß lustig. Ich kann mich über jeden lustig machen, wie ich will. Jeder hat doch das Recht, ins Korn genommen zu werden, oder nicht? Und mich machen sich doch auch Leute lustig. So. Ich glaube nur noch... Ich glaube, wir können alles verpulvern. Und das war's dann. Dann haben wir eigentlich... Oh, dieses Wort eigentlich... Das ist eigentlich kein gutes Wort. Weil ein eigentlich bedeutet ja nicht mal, ob das wirklich so ist. Mein Chef zum Beispiel, der hasst das ja.
Komm schon. Das hätte ich auch hier sagen können. Eigentlich ist er nicht tot. Unser Spadel. Aber er ist tot. Oh Gott. Einen werfe ich noch. Zack. Weg, 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 weg. So, den letzten haben wir. Ha. Wir können die Lore sogar wieder runterbringen. Das ist doch geil. Ah. Und fertig ist unsere Mauer, unsere Decke. Hallo! Mensch! Manchmal springen die irgendwo hin, wo sie ja nicht hin sollen. So. Gut, Leute, dann werde ich jetzt hier mal einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Und da werden wir den Rest des Erzes abbauen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was ich erwähnen sollte oder worüber wir diskutieren können, schreibt es bitte in die Kommentare. Steht ja auch in der Beschreibung drin, dass ihr es reinschreiben sollt. Ihr Weichser. Also bis dann. Tschüss.